Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Bönitsch. Willkommen back zu einem neuen Video. Und, ja, willkommen zu back zu einem neuen COD-Video. Moment mal, ach nee, es geht hier leiser. Oder ich lasse es einfach auf dieser Lautstärke. Kann man ganz gut die Schritte hören. Heute geht es um ein ganz bestimmtes Thema. Ich habe überlegt, soll ich einen Vlog machen? Soll ich nebenbei zocken? Und ich wollte dann nebenbei zocken. Hat mir irgendwie einfach gefehlt. Ich kann es nicht beschreiben. Oh mein Gott. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich wurde angeschossen. Nein, das war schlecht. Werf sie vernünftig. So, wenn jemand kommt. Vielen Dank. Das war eine gute Esmine. Heute geht es um Call of Duty Nemesis. Gott, dieser Name. Es ist ein bisschen kompliziert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist ein Call of Duty Turnier. Ein Call of Duty Turnier zwischen YouTubern. Gott, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Was zum Teufel geht hier vor sich? Und zwar, ich habe es gestern schon kurz erwähnt. Ich werde es heute nochmal erwähnen. Um euch mehr Sachen, also mehr, Sachen dazu zu sagen, sag ich mal. Noch ein bisschen. Ich warte kurz. Wovon wo? Ich weiß nicht, von wo er kommt. Von rechts. Vielen Dank. Helikopter erwartet Befehle. Mehr wollte ich gar nicht. Nein. Oh mein Gott. Endlich. Auf jeden Fall ist es ein Call of Duty Turnier. Es findet am 20. diesen Monat statt. Am 20.07. Wir haben doch einen 7., oder? Und ich bin im Team mit X-Solution, Giorgio the Beast und, Giorgio jetzt nur. Und, mit einem kleineren YouTuber namens Puzzle. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Der beste von uns ist auf jeden Fall X-Solution. Also der skillvollste, sag ich mal. Und ja, das wird eine Menge Spaß, denke ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hoffe ich. Hä? Ich sehe nicht. Seht ihr das? Hier. Oh, ich dachte, er wäre drin gewesen, okay. Ja, der beste ist X-Solution. Ich denke, mit ihm haben wir sehr gute Chancen. Natürlich gibt es auch noch andere richtig gute Spieler. Wie, ja, Muscle Scorpion, Vesca Barca und die ganzen Apocalypto Rap ist sehr, ja, Red ist sehr gut. Das weiß ich ja auch. Aber wir haben auf jeden Fall sehr gute Chancen und Rustag ist auch sehr gut, finde ich. Das weiß man nicht so, aber der Typ ist richtig gut. Tatsächlich, der ist einer der Besten auf jeden Fall. Und, ja. Ich bin nicht der beste Competitive-Spieler. Ich bin auf jeden Fall nicht so toll. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Ich kann auch nicht messern. Ich muss das aufheben. Nein! Mein erster Tod, oder? Ja, es wäre Flawless gewesen. Scheiße! Nur weil ich keine Munition mehr hatte, nur weil ich keine Munition hatte. Und der Gewinner dieses Turniers wird was ganz Bestimmtes machen. Aber was es sein wird... Nee, die zwei Gewinner des Turniers werden im Finale antreten. Natürlich, es muss einen Gewinner geben, einen kompletten Gewinner. Was diese zwei Gewinner allerdings machen werden, das darf ich leider nicht sagen, denn die ersten Spiele, die ersten Spiele finden von zu Hause aus statt. Also wir, die Gegner sind alle gelieft. Die ersten Spiele finden von zu Hause aus statt. Das bedeutet, jeder spielt von zu Hause aus. Und, die zwei Gewinner, die ins Finale kommen, die spielen woanders. Und was? Das darf ich leider nicht alles verraten, leider. Ich würde es so gerne verraten, aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Projekt. Wenn ihr euch die Teams noch ansehen wollt, ich verlinke euch mal die Facebook-Fanpage von diesem Turnier in der Beschreibung. Dort könnt ihr vorbeischauen und sie auch liken und da könnt ihr euch alles durchschauen, wer mit wem im Team ist und das Ganze. Und ja, das war die Info, die ich euch heute geben wollte. Ich werde das Video vorher erstmal stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie Badass. Ihr seid und leckt dieses Video. Schaut mal gerne vorbei, mehr Videos, die ich produziert habe. Und abonniert jetzt, um das zu beachten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer nur noch 3, 2, 1, Show.